Willkommen zurück zu Let's Play der Grinch. Wir sind hier weiter am Häuser ausräumen. Hier waren wir soweit überall. Ja. Ja. Gut. Dann wäre ich dafür, dass wir uns jetzt erstmal hier wieder hochschwingen. Schwingen. Haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Sauber. Fail. Zack, und schon sind wir oben. Zack, sind wir hier. Und jetzt können wir hier reingehen. Ich bin's, hallo. Au, 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 au. Zack. Zack, und raus. So. Hier holen wir uns jetzt erstmal eben... Komm, jetzt haben wir immer das Fernglas. Treffer. So. Alles erledigt. Wir speichern erst nochmal wieder. So. So. Zack, wieder auf den Eierwerfer. Komm, das muss das letzte Teil sein. Nee, dann habe ich wieder irgendwas vergessen. Au, 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 au. Hallo. Kennst du aufs Paket springen? Sauber. Und raus. Gut, ein Paket müsste noch hier oben sein. Also ein Haus ist noch da oben. Und ich hoffe, dass da das letzte Planteil drin ist. Weil uns haben wir eigentlich fast alle Häuser leer. Sauber. Ja. Oh, oh, oh. Tja, das heißt, nachgucken. Jetzt müssen wir noch nach und nach wieder in alle Häuser reingehen. Ich glaub's nicht. Da ist nichts mehr. Hier dürfte auch nichts mehr sein. Okay, ist doch noch was. Jo, jetzt haben wir alle Teile. Finde ich gut. Jo, auf zum Kaputtnickberg. Und das Gewehr zusammen basteln. Weil danach müssen wir noch eine Kiste öffnen. Die wir ja gesehen haben. Weißt, so. Hier noch wieder um die Ecke und da hinten ab durch die Röhre. Ach ja, die Vorweihnachtszeit ist doch immer wieder was Schönes, gerade mit so einem weihnachtlichen Spiel wie dem Grinchen. Oh, vermaledeit. So. Nee. Okay. Okay, okay, okay. So. Hm.
Nein. Okay. So. Wartet mal. Sauber. Da haben wir das Schleimgewehr. Den Computer füttert Grinch. Er ist ja nicht ohne. Mit Daten für seine geliebte Schleimkanone. So neutralisiert er die Husen. Und das freut ihn schon arg. Denn er verklebt ihre Kleider mit schlapprigen... Oh Mann. Und das nächste Gerät haben wir fertig. Das Schleimgewehr. Ja, so viel ist es nicht mehr. Das hat sich auch wieder so schlecht gereimt. Oh Gott, und Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Auf wieder zurück in die... Nee. Nicht in die Hu-Stadt. Erstmal noch nicht. Erstmal geht's wieder ab in den Hu-Wald. Um uns schon mal die Karte zu holen. Also die Ticket. Das... Meine Güte, Sprachfick FTW. Ich meine natürlich die... Das Ticket für die Seilbahn. Die soll nämlich in der Kiste sein. So. Sauber. Und die Karte für die Seilbahn haben wir damit auch. Und jetzt können wir hier auch nochmal speichern. Alleine weil ich Mr. Paranoid bin. Ich kenne mein Glück. Ich habe nämlich keins. Und weiter. Jetzt könnten wir theoretisch mit der Seilbahn in die Berge fahren. Hm. Machen wir, glaube ich, auch mal. Halt. Ja, damit. Her mit den faulen Eiern. Die können wir gar nicht oft genug haben. Ich nehme jetzt erstmal wieder den faulen Eierwerfer. So, wo ist die Seilbahn? Wo ist die Seilbahn? Da oben ist sie. Können wir eigentlich auch hier hoch? Natürlich nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Ist ja auch nicht schlimm. So. Und go. Hallo? Sauber. Und ab in die Berge. White Mount, ja. Ach du Scheiße, wartet mal. Okay. Okay. Wie machen wir das? Hm.
Hier ist schon wieder das komische Kind. Ich guck mich jetzt hier erstmal nur ein bisschen um. Ist der groß? Hau ab, du Flohzirkus! Okay. Ja, ich guck mich erstmal hier so ein bisschen um. Ja, ist in Ordnung. Wie können wir den Kerl denn ausschalten? Unerträglich. Okay, dann nehmen wir jetzt noch mal die faulen Eier. Sauber. Den hätten wir erledigt. Ich bin echt über jeden Fortschritt hier froh. Meine Herren, meine Herren. So. Gut, wo haben wir das Teil? Da. Oder so. So, holen uns hier die Pakete natürlich noch. Und haben wenigstens den Kerl damit schon mal ausgeschaltet. Der aber der Köter. Auf den Köter müssen wir echt noch aufpassen. Aber erst holen wir uns jetzt hier noch wieder ein paar Pakete natürlich. Was sind denn genauer gesagt die Missionen hier? Ne, Huwald Müllkippe. Den Vögeln Nahrung stehlen, den Computer mit... Oh Gott. Okay, das ist ja erst die Müllkippe. Wir sind ja noch nicht auf der Müllkippe. Wir sind ja noch nicht auf der Müllkippe. Scheiß Blach. Piss dich. Oh, jetzt habe ich mitten ins Mikro gehustet. Das tut mir leid. Können wir den Köter vollschleimen? Aber jetzt kriege ich auch noch einen Hustenanfall. Leute, wisst ihr was? Auch wenn es erst 13 Minuten 22 sind, mache ich an der Stelle einen Schnitt. Weil jetzt wird's knifflig anscheinend. Wie kommen wir an diesem Köter vorbei? Naja, ich werde es rausfinden und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei dem Grinch. Tschüss!